Wir befinden hier uns in der Nürtinger Straße in Köncken. Wir wurden alarmiert zu einem Gefahrstoffaustritt in einem Betrieb. Dort kam es aufgrund von Reaktionen von mehreren Stoffen zu einer Bildung von gefährlichen Dämpfen. Das war die Alarmmeldung, die wir gegen 9.30 Uhr erhalten haben. Als wir vor Ort eingetroffen sind, wurde das Gebäude bereits durch den Betreiber geräumt. Hierbei haben wir den Hinweis erhalten, dass die Stoffe, die miteinander reagiert haben, gefährliche Dämpfe, giftige Dämpfe unter Umständen auch bilden können. Das ist momentan noch an der Abklärung, welche Stoffe dort entstanden sind. Entsprechend dieser Meldung wurde dann von uns veranlasst, dass der Gefahrgutzug des Landkreises Esslingens alarmiert wird. Und aktuell sind wir hier mit 95 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort. Der erst eintreffende Trupp hat den Bereich nur mal großräumig abgesperrt aufgrund der entstehenden Dämpfe. Und als der Gefahrstoffzug dann vor Ort war, wurde dann mit Chemikalienschutzanzügen entsprechend in das Gebäude vorgegangen, damit die Kräfte gesichert sind. Das wird momentan durch die Kräfte, die im Gebäude sind, erörtert, wie diese Reaktion vonstande geht, ob die mittlerweile abgeklungen ist oder nicht, und dann werden weitere Maßnahmen eingeleitet. Es wurden außerhalb des Gebäudes keine Gefahrstoffe gemessen, das beschränkt sich momentan rein auf das Gebäude. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, weil es hier zu einem Gefahrstoffaustritt bei einer ansässigen Firma kam. Ja, beim Eintreffen war das Gebäude evakuiert. Wir haben dann eine Sichtungsstelle eingerichtet, die Personen entsprechend gesichtet, und infolgedessen wurden 4 ambulant durch den Notarzt behandelt. Insgesamt waren betroffen 45, und von den 45 4, die dann ambulant behandelt wurden. Davon 2 sind zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus eingewiesen worden. Die Betroffenen klagten über Atemwegsreizungen und Augenreizungen. Der Rettungsdienst war jetzt mit 10 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort.